Ja, liebe Kulturakteure aus Gütersloh, liebe Bürgerinnen und Bürger, heute mal ein Beitrag aus der Perspektive des Kultursektors zum Thema Corona und welche Auswirkungen Corona auf das Veranstaltungsleben, auf die Kulturförderung in unserer Stadt haben. Und ich habe mir einige Stichpunkte dazu gemacht, denn es ist mittlerweile doch ein breites Spektrum geworden. Und ich denke mir, vielleicht Sie heute einfach mal so etwas wie live mit in das Geschehen zu nehmen, Ihnen einen Eindruck zu bringen, Eindruck zu geben über das, was wir aktuell bei uns managen und wo ich Ihnen vielleicht noch die eine oder andere interessante Information geben kann. Ich habe das Ganze mal unter eine Überschrift gestellt: Bildschirm und Beratung statt Bühne. Denn leider sind wir ja nun schon seit gut 14 Tagen ohne Live-Veranstaltungen in dieser Stadt. Unsere Kultureinrichtungen haben geschlossen, aber auch viele Freie wie die Weberei können keine Veranstaltungen mehr machen, können keine Besucher empfangen. Uns fehlt schon so langsam der Applaus und den Künstlern fehlt nicht nur der Applaus, sondern ihnen fehlt auch teilweise das Geld. Und deswegen will ich heute einfach mal informieren, welche Hilfspakete, welche Rettungsschirme es zwischenzeitlich zu diesem Thema gibt. Vielleicht auch ein ganz aktueller Hinweis, dass gerade die Kulturschaffenden sehr kreativ mit dieser Situation auch umgehen. Wenn die Menschen schon nicht zur Kultur kommen können, dann versuchen wir es mit den digitalen Möglichkeiten, dass die Kultur in die Wohnzimmer der Menschen kommt. Und so ist unser Theaterleiter Christian Schäfer gerade dabei, eine weitere Eigenproduktion zum Thema Corona und die Liebe vorzubereiten, die dann digital in Ihre Wohnzimmer oder über das Internet gestreamt werden kann. Seien Sie gespannt darauf, es ist für uns alle ein Experiment und sicherlich etwas ganz, ganz Interessantes und Bewegendes, was wir dann, unser Ziel ist es, zum Grünen Donnerstag online schalten möchten. Aber nicht nur das Theater versucht, mit der Situation umzugehen, auch unsere Volkshochschule und unsere Stadtbibliothek. Und beide Einrichtungen sind extrem gut aufgestellt für diese Situation. Die Stadtbibliothek bietet viele Online-Formate an, aber auch E-Audios, E-Papers und auch die Möglichkeit, E-Learning über E-Video durchzuführen. Hier sieht man, wie gut es ist, dass sich die Stadtbibliothek bereits in der Vergangenheit sehr gut in diesem Bereich der Digitalität aufgestellt hat. Das kommt Ihnen jetzt zugute, denn leider sind die Tore der Stadtbibliothek auch jetzt geschlossen. Aber auch die Volkshochschule, man soll es kaum glauben, ist in der Lage, fast alle Angebote auch digital anzubieten. Sie müssen nicht auf Ihre Kurse verzichten. Denn es gibt über die sogenannte VHS-Cloud eine Lernplattform, die deutschlandweit die Volkshochschulen anbieten, über die Sie auch die normalen Kurse buchen können. Zurzeit wird auch überlegt, selbst die Sprachkurse online anbieten zu können. Es gibt jetzt schon Online-Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen wie Recht, Geschichte, Gesellschaft, Politik und auch Philosophie. Und ein ganz toller Tipp der Volkshochschule ist es, mal sich den Link auf der sogenannten WDR-Kulturambulanz mal anzuschauen, denn dort kann man jetzt schon wunderbare Lesungen im Livestream erleben. Neben all diesen digitalen Angeboten geht es jetzt aber auch darum, wie kann ich ganz konkret Künstlerinnen und Künstlern in unserer Stadt helfen. Und hier sind wir als Fachbereich Kultur beratend an Ihrer Seite, stehen mit Informationen zur Verfügung. Tagesaktuell wird die Plattform, die Gütersloh Kulturplattform, aktualisiert und mit den neuesten Informationen bestückt. Gehen Sie auf die Kulturplattform Gütersloh und informieren Sie sich und Sie bekommen dort die entsprechenden Hinweise. Darüber hinaus ist unsere Kultur-Streetworkerin Frau Michaelis auch bereit, Sie in einem persönlichen Gespräch zu beraten. Besonders hinweisen möchte ich aber auf die Sofortprogramme, die das Land Nordrhein-Westfalen, aber auch die Bundesregierung gerade für den Bereich der Kreativen und Kulturschaffenden ins Leben gebracht hat. Und zwar einmal gibt es ein Sofortprogramm zur Unterstützung freischaffender Künstler. Dort gibt es eine Soforthilfe in Höhe von 2.000 Euro, um die Existenz von freischaffenden Künstlern, die professionell am Markt sind, zu unterstützen. Es gibt aber auch viele Erleichterungen und Verfahrensvereinfachungen, zum Beispiel in dem Bereich der Kulturförderung. So können
entgangene Einnahmen oder nicht getätigte Ausgaben auch bei der Förderung unbürokratisch akzeptiert werden, ohne dass die Förderung dadurch gefährdet sein wird. Das Maßnahmenpaket der Bundesregierung sieht neben der Grundsicherung, die auch möglich ist, die dort ausgeweitet worden ist, auch Soforthilfen für die sogenannten Solo-Selbstständigen und auch Kleinstunternehmen zur Verfügung. Bei bis zu 5 Beschäftigten gibt es eine Einmalzahlung bis zu 9.000 Euro für 3 Monate und bei den bis zu 15 Beschäftigten eine Einmalzahlung bis zu 15.000 Euro. Sie können sich hier genauer informieren auf der entsprechenden Homepage der Bundesregierung oder aber, was die Programme und Hilfen des Landes betrifft, direkt bei Ihrer Bezirksregierung in Detmold. Es gibt natürlich auch die Frage, und die ist erst recht aktuell geklärt, was ist mit all den kulturtreibenden Vereinen, die jetzt nicht professionell als Selbstständige einzukategorisieren sind. Auch hier gibt es zwischenzeitlich eine Antwort, dass auch solche Vereine, die einen wirtschaftlichen Zweckbetrieb unterhalten, die also auch überwiegend ihre Vereinszwecke durch wirtschaftliche Tätigkeit erfüllen, auch hier Hilfen in Anspruch nehmen können. Was bedeutet es für unsere weiteren Veranstaltungen? Ja, liebe Kulturakteure, liebe Gütersloherinnen und Gütersloh, das ist die große Frage. Bis jetzt gilt das Veranstaltungsverbot bis 20. April und wir wissen wirklich bis heute noch nicht, wie es weitergeht. Was ist mit all den Veranstaltungen, die nach dieser Zeit bis zur Sommerpause anliegen? Bei der Langen Nacht der Kunst haben wir jetzt eine Entscheidung getroffen. Wir haben uns mit allen Beteiligten, allen Galerien und Künstlern abgestimmt und sind unisono der Meinung, es ist besser, sie zu verlegen vom Mai auf den 12. September 2020. Aber all die anderen Veranstaltungen, da kann ich Ihnen leider heute noch keine Meinung oder noch keine Ansicht, noch keine Auskunft zu geben. Hier sind wir in Gesprächen mit der Landesregierung, um auch für alle schnellstmöglich Klarheit zu schaffen. Denn diese Frage ist sehr, sehr wichtig, um nicht nachher Probleme mit Schadensersatz oder Haftungsregulierungen zu bekommen. Eins darf ich vielleicht auch sagen, viele Veranstaltungen, da sind wir aktuell dabei, sollen verlegt werden und wir versuchen, andere Termine zu finden. Aber es wird nicht immer gelingen, sodass tatsächlich auch Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Und liebes Publikum, die schon Karten gekauft haben, überlegen Sie sich bitte, ob Sie wirklich den Eintrittskartenpreis zurückerhalten möchten oder ob Sie nicht sagen, wir spenden diesen Eintritt und wir lassen Ihnen dann den Eintritt dann den Künstlerinnen und Künstlern zukommen, die von dieser Veranstaltungsabsage betroffen sind. Das wäre mein herzlicher Wunsch, denn wir müssen in dieser Krise solidarisch sein und gerade der Kulturbereich verdient Ihre Unterstützung. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns alle, wenn das Kulturleben bald wieder neu erblüht in dieser Stadt.